Meine Frage wäre, und zwar, wie viele giftige Tiere gibt es eigentlich in Australien? Und gibt es in Deutschland nicht doch irgendwie Timtams zu kaufen? Zum Beispiel irgendwie online, wenn ich jetzt, keine Ahnung, timtams.de oder so, irgendeine Seite, dass man die sich importieren lassen kann. Ja, das war's von mir. Ciao.